Hi Leute, hier ist wieder Christian und herzlich willkommen zu diesem neuen Video, bei dem ich euch heute das Unboxing und auch meinen ersten Eindruck des Xiaomi Mi Mix 2S zeigen möchte. Das Mix 2S ist das neue Flaggschiff von Xiaomi, besitzt einen Snapdragon 845, unter anderem 6 GB Arbeitsspeicher und 128 GB interner Speicher. Das Besondere oder mittlerweile Besondere soll auch bei diesem Smartphone sein, dass die Kamera gegenüber des Vorgängers nochmals deutlich verbessert wurde. Was das Xiaomi Mi Mix 2S so auf dem Kasten hat und wie es sich im ersten Eindruck anfühlt, das seht ihr natürlich in den nächsten Minuten meines Videos. An dieser Stelle aber noch ein riesen Dankeschön an Trading Shenzhen, denn die haben mir dieses Testgerät hier zur Verfügung gestellt. Und damit starten wir auch schon das Unboxing des Xiaomi Mi Mix 2S und aufgrund dessen, dass dieser Name wirklich sehr schwer auszusprechen ist, hat sich sehr wahrscheinlich Xiaomi dazu entschlossen, auf der Vorderseite einfach nur ein goldenes Mix abzudrucken. Ansonsten die Verpackung komplett in schwarz gehalten, quadratisch und auch wieder relativ flach designt, kennt man ja von dessen Vorgänger. Und auf der Rückseite finden wir erste Hinweise, welches Modell ich hier bekommen habe, nämlich die 6 GB Arbeitsspeicher und 128 GB interner Speicherversion. Von daher genügend Platz, um Filme, Musik oder auch sonstige Dateien auf dem Mix 2S abzulegen. Wir nehmen den Deckel ab und zum Vorschein kommt erstmal wieder, ich glaube vom CEO, ein persönlicher Gruß, dass man hier das Mix 2S erworben hat. Und dann geht es auch schon direkt weiter mit dem Gerät an sich. Ihr seht, es liegt in dieser Verpackung wie ein Stealth-Bomber, das heißt komplett in schwarz. Gibt es noch in weiß, ich glaube auch in unterschiedlichen Speicherkonfigurationen. Das Modell, was ich jetzt habe, kostet ungefähr 550 Euro bei Trading Shenzhen. Und das, was man jetzt hier sieht, ist im Grunde genommen auch schon der ganze Verpackungsinhalt. Das heißt, wir haben natürlich erstmal das Gerät an sich. Das lege ich nochmal ganz kurz zur Seite. Dann haben wir hier das modulare Netzteil, natürlich bestehend aus Datenkabel. Auf der einen Seite USB Typ A, auf der anderen Seite USB Typ C. Wir haben ein Netzteil dabei, natürlich Quick Charge fähig, und zwar Quick Charge 3.0, da ja hier ein Qualcomm-Prozessor zum Einsatz kommt. Von daher, ich denke mal, Ladezeiten von ungefähr 90 Minuten maximal, da auch der Akku des Mix 2S nicht unbedingt so riesengroß ist für diese Größe. Und wir haben noch ein kleines Booklet, wo ich noch etwas Lesestoff finde. Auch hier sehr wahrscheinlich, aber nur unter einer gewissen Vorsicht zu genießen. Garantiekarte, Quick Start Guide, all das, was man sonst in anderen Sprachen oder in der landeseigenen Sprache sieht, hier auf Chinesisch. Dann haben wir noch ein Cover dabei, das finde ich sehr cool. Und wir haben hier noch ein SIM-Karten-Tool, das heißt natürlich zum Öffnen des SIM-Karten-Slots. Und zu guter Letzt auch einen Adapter von 3,5 mm Klinke auf der einen Seite auf USB Typ C. Das heißt, auch das Mix 2S besitzt keinen Headphone-Jack, also keinen Klinkenanschluss mehr, sodass ich tatsächlich nur mit diesem Adapter Musik für Kopfhörer, zumindest für kabelgebundene Kopfhörer, ausgeben kann. Ich schaue mir mal ganz kurz hier diese Schutzhülle an. Bei den meisten Herstellern ist das TPU, das heißt dieser hochelastische Kunststoff. Das hier ist Polycarbonat, das heißt etwas fester, mattes Finish, nimmt auch kaum Fingerabdrücke auf, Aussparung im hinteren Bereich, ansonsten relativ gut geschützt über die Ränder, nur im unteren Bereich natürlich eine Aussparung hier für das Ladekabel und natürlich auch den Lautsprecher, auf den ich gleich zu sprechen kommen werde. Und damit gehen wir auch direkt über zum Mix 2S. Ihr habt gesehen, es liegen auch hier, wie von Xiaomi gewohnt, keine Kopfhörer bei. Das ist die Vorderseite. Ihr könnt im Grunde genommen kaum erkennen, wo oben und unten ist, wenn hier im unteren rechten Bereich nicht die Kamera zu erkennen wäre. Das heißt, dort sitzt die Frontkamera und zwar mit einer Auflösung in 5 Megapixel. Meiner Meinung nach, und ich habe das auch am Anfang schon mal getestet, also im Vorfeld des Videos schon mal getestet, ist das wirklich eine Deplatzierung der Kamera. Sie sitzt nicht wirklich richtig gut da. Das werde ich euch aber auch gleich nochmal zeigen, wenn ich das Gerät gestartet habe. Aber wie man sich da Abhilfe schafft, werde ich euch natürlich auch zeigen. Ich starte mal das Gerät auf der rechten Seite. Sitzt in einer sehr guten Höhe der Powerbutton mit guten Druckpunkten, Lautstärkewippe, leichtes Umgreifen. Dann hat man das Ganze auch. Das heißt, ansonsten ist hier auf der rechten Seite nichts zu finden. Lautstärkewippe und wie gesagt der Powerbutton. Im Fuße des Gerätes haben wir dann hier das Mikrofon für Telefonate. Ich habe den USB-Typ-C-Anschluss und auch den Lautsprecher.
Auf der linken Seite habe ich dann den Einschub für 2 Nano-SIM-Karten, aber es gibt keine Speichererweiterung. Das heißt, der Speicher von 128 GB ist hier tatsächlich fix. Wir haben hier das zweite Mikrofon für die aktive Geräuschunterdrückung. Das Gerät ist hochgefahren. Ich zeige euch auch damit erstmal die Vorderseite und natürlich auch das Display, denn dieses Display nimmt auch in diesem Falle wieder einen Großteil der Vorderseite ein. Und ich wechsle einfach mal auf ein anderes Wallpaper, damit ihr eine ungefähre Vorstellung davon bekommt, wie groß das Ganze ist und wie das natürlich auch aussieht, ob wir hier eine Notch haben oder eben auch nicht. Und das ist das Display in seiner vollen Größe, in seiner vollen Pracht, und zwar mit 5,99 Zoll. Wir haben hier ein IPS-Panel, 18:9 Seitenverhältnis, das heißt wieder etwas länger, dafür etwas schmaler, und eine Auflösung in Full HD Plus, das heißt 2160 x 1080 Bildpunkte und damit eine Pixeldichte von 403 ppi. Ansonsten hat sich beim Design tatsächlich nicht viel getan. Wir haben oben und auch seitlich wieder relativ schmale Displayränder. Wir haben im oberen Bereich auch wieder die Hörmuschel sitzen. Es sieht man wirklich fast gar nicht, haben die wirklich sehr gut untergebracht. Und im unteren Bereich habe ich dann die softwareseitigen Buttons, das heißt On-Screen-Buttons, über die ich dann natürlich die Bedienung des eigentlichen Gerätes wahrnehmen kann. Das Ganze läuft hier bereits schon mit Android 8.0 und Motion UI 9. Das heißt, wenn ich hier in die Einstellung gehe auf My Device und rufe das Ganze ab, müsste mir das auch angezeigt werden. No updates available. Hier müsste man das eigentlich sehen. All specs, internal storage, verification. Ich gehe mal auf alle. Hier sieht man es, Android Version 8.0 und MIUI habe ich hier oben in der Stable Version, glaube ich, sogar in 9.5 vorliegen. Das heißt, das ist momentan das aktuellste, was hier auf diesem Gerät installiert ist. Ihr seht es auch, die CPU, das ist ein Snapdragon 845, und das auch einer der Gründe, warum ich dieses Gerät, weil es ein Importgerät ist, direkt vor laufender Kamera auspacken wollte, weil es tatsächlich mein erstes Gerät ist mit einem Snapdragon 845. Wir haben hier die Display-Diagonale von 5,99 Zoll, Auflösung habe ich schon erwähnt, 6 GB Arbeitsspeicher, und ihr könnt auch dort sehen, Batteriekapazität von 3400 mAh und das in ein Gehäuse gepackt mit 8,1 mm. Das heißt, generell für die Größe ist der Akku relativ klein. Es gibt tatsächlich andere Hersteller und auch andere Geräte von Xiaomi, die bei gleicher Display- oder gleicher Gehäusedicke, nämlich von ungefähr 8 mm, einen größeren Akku haben, wie zum Beispiel auch das Note 5. Das ist allerdings auch etwas länger. Das heißt, wir haben hier lediglich eine Höhe von 150 mm, eine Breite von 74,9 mm und wie gesagt eine Dicke von 8,1 mm. Ansonsten 189 Gramm, und das Teil liegt wieder sehr, sehr gut in der Hand. Wir gucken mal uns die Rückseite an. Dort haben wir wieder, man hat am Anfang das Gefühl, eine Art Glasoberfläche. Allerdings ist das ein Gehäuse aus Keramik. Das heißt, hier Keramik auf der Rückseite, Vorderseite Glas. Das Ganze fühlt sich extrem edel an, muss man sagen. Und wir haben auf der Rückseite eine 12-Megapixel-Kamera und eine weitere 12-Megapixel-Kamera. Natürlich die Möglichkeit, damit Bokeh-Aufnahmen zu machen, die Möglichkeit, Slow-Motion-Videos mit bis zu 240 FPS anzufertigen, Blende von f1.8, 4-Achsen-Stabilisierung. Ihr könnt auch hier sehen, wir haben hinten im Gehäuse relativ unscheinbar auch den Fingerabdrucksensor integriert. Das heißt, wenn ich das Ganze auflege, entsperrt das Gerät auch wieder relativ zügig. Ihr könnt sehen, das funktioniert tatsächlich ohne Probleme. Das Schöne an dem Mix 2S ist die Tatsache, dass wir hier schon LTE Band 20, Bluetooth 5.0 und WLAN AC haben. Wie gesagt, sogar Quick Charge 3.0, aufgrund dessen, dass natürlich ein Qualcomm-Prozessor zum Einsatz kommt. Und ansonsten ist das Gerät wirklich extrem gut verarbeitet, liegt extrem gut in der Hand, und auch das Display weiß zumindest im ersten Eindruck zu gefallen. Ihr seht, momentan die Display-Helligkeit ist sehr weit runtergepegelt. Wenn ich wirklich mit hochgehe, könnt ihr sehen, dass das tatsächlich viel zu hell für die Kamera ist, und man wird mit diesem Display definitiv keine Probleme haben, es unter auf freiem Himmel bzw. direkter Sonneneinstrahlung ablesen zu können.
Ich kann momentan tatsächlich noch nicht allzu viel sagen, wie die Performance ist. Ich habe das Gerät nur kurz eingerichtet. Ihr seht, ich habe Facebook, Instagram, Twitter, die rudimentärsten Apps bereits aufgespielt. Ich werde das natürlich in den nächsten Tagen ausführlich testen und euch auch dann natürlich mein Feedback geben in meinem Testbericht, was ich hier von dem Mix 2S halte. Und ansonsten kann ich sagen, dass es mir im ersten Eindruck, vor allem auch zu diesem Preis von 550 € extrem gut gefällt. Damit bin ich auch schon am Ende mit meinem Unboxing und auch meinem ersten Eindruck zum Xiaomi Mi Mix 2S und bedanke mich natürlich, dass ihr wieder dabei wart. Ich würde mich freuen, wenn ihr bei den zukünftigen Videos einschaltet, das Video kommentiert und auch mit euren Freunden teilt und vielleicht sogar diesem Video einen Like gibt. Bis dahin, macht's gut und ciao.